Okay, was kann ich denn noch machen? Das Ding kann ich nicht mitnehmen, ne? Ich kann da noch was. Ich kann hier nämlich die Mauer. Die muss ich ja mit dem Auto kaputt fahren. Er hilft mir ja nicht. Außer wenn ich einen Sarg brauche. Hier komme ich auch nicht durch, weil... will nicht. Haken am Seil, Faden. Hier gibt es auch nichts, außer dem Tank, wo ich nicht rankomme. Da brauche ich auch einen Schlüssel für. Kann ich den Schwamm? Ich habe den Schwamm nicht mehr. Kriege ich das Feuer denn aus? Einmal habe ich jetzt nicht übersehen. Alles klar. Das habe ich übersehen. Ah, kriege ich doch den Letterbox-Schlüssel raus. Also den Briefkastenschlüssel raus. Auch wenn der komisch aussieht. Ich setze den dann da drauf. Und hole mir einen Brief raus. Das ist ein Coffin für Camilla Brooks. Ich hoffe, wenn ich das Dokument dem Mortician zeige, wird er mir ein paar Fragen für beantworten. Ein Bestellschein für einen Sarg. Ich hoffe, damit komme ich an Informationen von dem Typen, an der mich total abgewiesen hat. Zack. Sorry, but you misunderstood me. I'm Camilla Brooks' niece. I'm here for a coffin for her deceased husband. Ich brauche einen Sarg für ihren verschiedenen Gatten. From Camilla the first time. My condolences to you for the loss of your dear uncle. Our Lord seemed to have decided that Mr. Brooks has lived enough on this earth. Mein Beileid, komm doch rein. Oh, kurz gesagt. Grave Digger Shop. I'll go get the coffin. Er holt jetzt den Sarg und ich nehme mir alles mit, was hier rumsteht. Ich brauche hier einen Schlüssel für. Ich brauche da einen Schlüssel für. Ich brauche wahrscheinlich auch hier einen Schlüssel für. Nein, ich kann mir einfach so einen Schlüssel mitnehmen. This is a photo of Matt. That ugly mortician must know what happened to him. Ein Bild von meinem Fiancé, also Verlobten. Er muss wissen, was mit ihm geschehen ist. Und ich greife mir echt alles, was hier nicht nied- und nagelfest ist. Hallo. I demand an explanation. Where did you get this photo of Matt Wilson from? Woher hast du das Foto? Hm? You won't get any information from me. Du kriegst keine Informationen von mir. I just called your Aunt Camilla and she assured me that her niece was buried 3 years ago. Ich wurde ertappt. You don't look like you're dead. So leave my shop right now, or else I will be forced to kick you out myself. Verlassen Sie meinen Laden oder schmeiß Sie raus. Okay, Mann. Okay, schöne Geschichte, aber die Nichte ist anscheinend 3 Jahre tot. Jetzt ist er tot. Und ich kann also nicht mehr den Sarg abholen, weil ich bin ja nicht tot. Also bin ich nicht die Nichte. Das macht jetzt den ganzen Plan zunichte. Aber ich mache mir einen neuen Weg frei. Weil ich es kann. Brech hier einfach überall ein. Na, guck mal, ein Kanister. Ein Spiel, aber da fehlt eine Sicherung. Und da ist so dunkel. Ich muss das Licht einschalten. Geht aber nicht, weil kein Strom drin ist. Also muss ich hier noch was finden. Ich gehe wieder raus. Ich habe jetzt einen Benzinkanister. Und einen Schlüssel. Kann ich den Kanister da dran? Nein. Hilft der Schlüssel mir? Nee, Switchbox. Switchboard. Schalterbrett. Hier brauche ich irgendwas zu löschen. Da komme ich nicht rein. Hier komme ich ran. Und kann mir die Sicherung klauen. Jetzt ist es irgendwo dunkel geworden, aber nicht bei mir. Denn ich mache jetzt hier Licht an. Mit der Sicherung. Tada! Achso, der muss gelb. Tada. Dann noch rot. Muss mehr. Grün ist er und lila ist er.
Und das jetzt alles mit allen Farben. Und schon fließt der Strom durch. Und hier geht das Licht an. Und ich gehe in den Keller. Von irgendjemandem, den ich nicht kenne. Und durchsuche erstmal seine Sachen. Und nimm den Eimer hier mit. Und nimm das Shopfenster-Schlüssel mit. Die Flinte nehme ich mir demnächst auch noch mit. Aber erstmal nehme ich mir den Zigarrenschneider mit. Und nicht die Zigarre. Eine ganz normale Plastikflasche. Die aber irgendeine Bewandtnis hat, die ich noch nicht kenne. Damit kann ich nichts machen. Mit der Rasierklinge kann ich da was abschneiden. Wozu auch immer. Jetzt habe ich einen Filter. Ein Trichter. Ansonsten gibt es hier nur lustige Sachen drin, die ich nicht mitnehmen kann. Oder? Ja. Gut, dann gehe ich wieder raus, nehme den Eimer, lösche das Wasser, weil ich ein cooler Typ bin. Eimer, da. Durch die Mistforke durch. Und aus. Mal gucken, was zum Graveyard ist. Also auf dem Friedhof. Eine Rose. Ein Stern. Ein Teil fehlt. Ein Ring, den muss ich irgendwie haben. Und zwar muss ich den wirklich haben, um an das... echt? Okay, den Ring brauche ich für die Truhe im Fenster. Und da möchte einer nicht begraben werden, so wie es eigentlich klingt. Gut, ich gehe zu dem Truhending hier. Da. Durchs Fenster öffne ich die Truhe und klaue alles, was da drin ist. Und zwar sind das Kugeln. Lack mich nicht ran, das. Ne? Und wieder in den Keller. Zu dem Gewehr. Kugeln einsetzen, Gewehr mitnehmen. Wunderbar. Ich bin bewaffnet und breche überall ein. Gut, komme ich hier noch rein? Nein. Es sei denn natürlich. Was? You'll probably be more talkative at gunpoint, I bet. Speak up. What do you know about the person in the photo? Jetzt rede, was weißt du über das Foto? Well, almost nothing, really. Lawrence gave me his photo and told me there would be a girl with him. I was ordered to keep the pair here in my shop until nighttime if they came to me. Okay, ich sollte euch ja beide einfach nur festhalten, bis die Lords kommen. If you're really eager to know what happened to this godforsaken place, go to the local church. Wenn du willst, was hier los ist, geh zur Kirche. Of a now dead priest with detailed information that I'm sure will interest you. Da findest du Informationen. Take some advice from me. Ein kleiner Rat. Better forget your boyfriend. Vergiss deine Frau. Vergiss deinen Mann. Und hau schnell ab. Can. Okay, gib mir den Rat, ich soll verschwinden. Solange ich kann. Ich ziehe einfach kurz ein und klau mir alles, was da ist. Mach den anderen. Nee, du nicht. Du nicht. Hallo, geh weg. Geh weg. Der da. Passt hier rein. Und damit ist mir dieser Shop, glaube ich, auch gerade egal geworden, weil ich jetzt alles habe. Okay, ich bedrohe Leute mit der Waffe, ich breche hier überall ein, ich klaue irgendwelche Sachen. Aber ich bin der Gute, ich darf das. Da komme ich nicht ran. Ich will da aber ran. Egal. Ich habe jetzt diese Figur gefunden. Damit komme ich auf den Friedhof und kann hier die Figur mal einsetzen und hoffen, dass da was passiert. Tada! Ich bin in einem Spiel.
Oh nein. Ich hab's gleich für. Lohnt. Oh Gott. Das geht nicht. Das geht nicht. Ich könnte den hier machen. Damit das da rein kann. Und muss so machen, damit er hier rüberkommt. Den hole ich jetzt auch raus und dann habe ich schon mal das Spiel verloren. Okay, ich gehe hier an, ich gehe darüber, ich gehe weg, ich gehe hier rüber, damit ich das Spiel wieder verliere. Okay, wie war das noch? Das kann man relativ logisch lösen. Was noch mit diesen Spielen hier? So, du kommst jetzt darüber, du kommst hier raus. Dann kannst du nämlich darüber und du kommst. Ich kann mich nicht bewegen, ich muss jetzt den rüberziehen, aber dann kommt der da hinten nicht wieder raus. Du kannst ja nur nach rechts rüber. Du könntest jetzt hier nach links rüber, dann kriege ich den da aber nicht wieder raus. Also wenn ich so. Das ist auch nur so. Das noch irgendwann hin. So. Dann switchst du in die Mitte. Ich hol den raus, damit der so sitzt. Und sie rüberkommt, das war jetzt auch wieder total falsch. Geschafft. Vor langer, langer Zeit.
Jetzt muss ich ja den hier ziehen, weil sonst geht keiner. Jetzt zieh jetzt den hier. Sonst geht der keiner. Ich könnte jetzt den nach unten ziehen, die rote nach da hinten. Ach, komm, das mache ich jetzt nochmal. Die rote nach hinten. Der kann da rüber. Und der kann hier raus. Denke ich. So. Und schon kann ich in die Krypta gehen. So, hier hängt ein. Diese Platte ist noch festgenagelt. Dann nehme ich die Nadel doch wieder ab. Jetzt gucke ich mal, was hier los ist. Es ist etwas in der Platte, aber ich kann sie nicht beiseite schieben. So kann ich es auch nicht machen. Damit kriege ich es auch nicht geschafft. Und ich habe jetzt auch leider die Crowbar weggeschmissen. Super. Ein zerbrochener Gehstock. Den kriege ich repariert. Und ich habe einen Teil von einem Fresko-Gemälde. Ein sogenanntes Freske. Eine sogenannte Freske. Ich weiß nicht, wie das Wort dazu heißt. Egal. Ich muss ja nicht alles wissen. Ich kann ja bei Wikipedia nachgucken. Oder bei Google fragen. Oder Siri oder wen auch immer. Gut, ja, ich lege da einfach mal ein Brett hin, um an diesen Kanister zu kommen. Da fehlt ein Ventilrad. Kriegt das mit den Pliers auf? Ich krieg das mit der Zange auf. Und hab mir ein Stück Benzin geholt. Kanister voll Benzin. Den setze ich jetzt ins Auto rein. Nein, hinten ist der Tank. So viel weiß ich auch von Autos. Ich brauche einen Einfüllstutzen. Zack, zu. Wie ist gesagt, das ist ein Wolf. Was muss ich denn noch machen? Was muss ich noch machen? Achso. Nicht? Stock aus Gaspedal? Doch, Stock aus Gaspedal. Und Gas. Machen wir die Wand kaputt. Die zweite. Die Mauer muss weg. Die Mauer muss weg. Wir sind so Volker. Die Kirche. Ich brauche einen Schlüssel. Den habe ich zufälligerweise schon. Noch ein Bild von der Freske. Da fehlt ein Stück. Da fehlen ein paar Teile. Ich nehme mal das da. Und das da. Da fehlt noch ein Bild. Ich nehme die Kerze mal mit. Aber nur, weil sie brennt. Gut, was haben wir hier denn noch? Hier soll doch noch ein Priester, ein Pfarrer sein, der uns ein vom Pferd erzählen sollte. Die Informationen hat, wo was mit Matt jetzt los ist, mit dem Verlobten. Aber sonst finde ich jetzt erstmal nichts. Was mache ich denn jetzt mit der brennenden Kerze? Der Patrone. Ich habe das Gewehr doch weggelegt. Hier könnte ich rein, aber hier ist jetzt auch nichts mehr anzufangen. Vor allen Dingen nicht mit dem Gewehr, weil das habe ich ja schon benutzt. Hier im Keller war auch. Hier komme ich nicht mehr rein. Okay. Ich kann nur noch da hinten und in den anderen Raum. Ich kann hier nichts machen, ich kann da nichts machen. Ich kann. Ah, das Ding muss ich auch noch mal aufmachen irgendwann. Gibt es hier irgendwas noch, was ich mit der Kerze machen könnte? Wozu habe ich jetzt eine brennende Kerze? Das hätte mich jetzt auch stark gewundert, wenn ich irgendwas damit machen könnte. Kann ich jetzt irgendwas anzünden oder so? Ich komme ja auch nicht wieder weg hier. Gibt es nichts, den Haufen kann ich auch nicht anzünden. Das werde ich auch nicht anzünden.
Ansonsten habe ich hier nur noch mich nach hinten. Bei ihm hier kann ich auch nichts anzünden. Nee. Okay, ich kann es ja mal versuchen. Hier, nö, kann ich nicht. Okay. Muss ja eh leuchten, dass ich sehe, dass ich da was machen kann. Dann gehe ich nochmal nach hinten hier und guck mal hier. Kann ich hier noch ins Fenster? Ich kann hier nicht, ich kann da nicht, ich kann ja nichts. Ich habe hier die Kerze entfernt. Ich habe keine Ahnung, was ich noch machen könnte. Oh Gott. Da fehlt noch ein Teil. Ich kann die Kerze hier nicht wieder reinstecken. Ich kann das Freske auch nicht anzünden. Hier unten fehlt mir ein Teil für ein wunderschönes Spiel. Ich habe keine Ahnung.